So, nochmals, hallo. Wir hatten das letzte Mal schon begonnen, uns mit dem Thema Graphen durchsuchen zu beschäftigen, allerdings nur auf dieser einen Wiki-Seite, wo es um die Problemstellung geht. Ja, jede Problemstellung, jede algorithmische Problemstellung hat immer eine Wiki-Seite. Jeder lösende Algorithmus hat eine eigene Wiki-Seite. Problemstellung ist leicht zu erklären, nur nochmal zur Erinnerung. Wir haben einen gerichteten Graph gegeben. Wir haben uns auch letztes Mal darüber unterhalten, dass man einen ungerichteten Graphen einfach hier verstehen kann. Jede ungerichtete Kante ersetzen durch zwei gerichtete Kanten und dann kriegen wir genau dasselbe. Ein Startknoten und was wir rauskriegen wollen, sind alle Knoten, die von diesem Startknoten aus durch Pfade im Graphen, durch gerichtete Pfade im Graphen erreichbar sind, als eine Sequenz. Das wird noch wichtig sein, weil die Algorithmen, die wir betrachten werden, Tiefensuche, Breitensuche, werden bestimmte Garantien geben, was die Reihenfolge der Knoten in dieser Sequenz angeht. So, fangen wir mit Tiefensuche an. Ich weiß nicht, inwieweit Sie Tiefensuche schon mal gesehen haben in der GTI2 und anderswo. Wer von Ihnen hat das schon mal gesehen? Okay, schon sehr viele, aber so wie ich es jetzt darstelle, werden Sie es wahrscheinlich nicht gesehen haben. Ist aber auch nicht so problematisch. Also, das algorithmische Problem ist Graph Traversal, Graphe durchsuchen, wie wir es eben gesehen haben. Und der Typ des Algorithmus ist Schleife. Ja, also man kann Tiefensuche auch rekursiv definieren, hat aber gewisse Nachteile, die ich beim letzten Mal schon erwähnt habe. Es macht Sinn, eine solche Graphendurchsuchung als ein Iterator zu definieren. Und das geht eben nur, wenn man es als eine Schleife formuliert. Rekursion, einen rekursiven Algorithmus, schmeißen Sie einmal an und dann können Sie es nicht mehr stoppen, bis der rekursive, jedenfalls nicht mit einfachen programmiertechnischen Mitteln, nicht mehr stoppen, bis die Rekursion zu Ende ist, während Sie eine Schleife auch inside out nach außen nehmen können. Der Algorithmus selber ist ein Iterator, der bei jedem Aufruf der Methode next einfach den nächsten Knoten oder die nächste Kante, je nachdem wie feingranular man ihn implementiert, dann jeweils zurückliefert. Und Sie haben von draußen die volle Kontrolle über die Schleife, können jederzeit abbrechen, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, können zwischendurch aufhören mit der Schleife, was anderes machen, dann wieder anfangen oder können, wie wir es bei bidirektionaler Dijkstra hatten, können zwei Schleifen in einer tun, zwei Algorithmen ausführen in einer Schleife und so weiter. So, wir brauchen jetzt hier, wenn wir Tiefensuche richtig verstehen wollen, dann auch die Konsequenzen für die Anwendung. Wir werden Tiefensuche auch anwenden und dafür brauchen wir ein paar Eigenschaften von Tiefensuche, die wahrscheinlich nicht Gegenstand anderer Vorlesungen waren, nämlich die Eigenschaft vor allem, was genau für ein Durchlauf das eigentlich ist. Wir wissen Tiefensuche, Depth First Search, immer zuerst nach unten, aber wir müssen das ein bisschen genauer charakterisieren für manche Zielsetzungen. Und das sieht zwar ein bisschen alles wie Formalkram aus, sind aber ganz einfach zu verstehende Sachen, denke ich. Vor allem, wenn man sie dann an der Tafel visualisiert. Also, das Grundprinzip von Tiefensuche ist eben, Sie starten mit dem Startknoten irgendwo einfach und wählen sich irgendeine Kante aus. Ja, was heißt das, sich irgendeine Kante auswählen? Was heißt das ganz konkret? Sie haben von jedem Knoten irgendwie eine Sequenz von herausgehenden Kanten, zum Beispiel als eine Liste, an jedem Knoten als Attribut eine Liste der herausgehenden Kanten, also eben eine geordnete Sequenz. Die Ordnung wird wichtig sein, dass es eine Ordnung ist. Nicht die Ordnung selber wird wichtig sein, sondern die Tatsache, dass es geordnet ist. Und Sie haben Oder Sie haben beispielsweise eine Adjazenzmatrix, wo also in jeder Zeile zum zugehörigen Knoten die herausgehenden Kanten eine 1 haben.
ist für laufzeittechnische Fragestellung für die asymptotische Komplexität natürlich ein Unterschied, aber konzeptionell ist es kein Unterschied, wie man das nun realisiert. Hauptsache, sie kommen von einem Knoten auf die Liste, auf die geordnete Sequenz der hinauszeigenden Kanten, aus diesem Knoten herauszeigend. Und zurück zur Frage, was bedeutet das konkret, eine Kante auszuwählen, die aus dem Startknoten hinauszeigt? Es bedeutet, in dieser Reihenfolge, die in der Datenstruktur implementiert ist, in der Liste oder in der Adjazenzmatrix, einfach die erste zu nehmen. Und das machen wir konsistent. An dem nächsten Knoten, wo wir jetzt sind, machen wir genau dasselbe. Wir nehmen eine von den Kanten, die hinauszeigen, und zwar diejenige, die in der Liste, mit der wir die rauszeigenden Kanten abgespeichert haben, die erste ist. Und das machen wir immer weiter. Jetzt kann es also so lange, bis wir irgendwo an eine Stelle kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Das sind zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen an einen Knoten ran. Dieser Knoten V hier in der Zeichnung, der gar keine rausgehenden Kanten mehr hat, dann gehen wir da natürlich zurück. Oder alternative Möglichkeit: Das ist der Knoten W in dieser Zeichnung. Wir kommen auf einen Knoten, der schon besucht worden ist. Wir müssen uns also irgendwie merken, ob ein Knoten schon besucht worden ist. Und in dem Fall, wenn der Knoten schon besucht worden ist, gehen wir natürlich auch nicht weiter. Sondern in jedem der beiden Fälle passiert dasselbe. Wir gehen wieder einen Schritt zurück und suchen dann von dem Vorgängerknoten V' beziehungsweise W', suchen wir uns weitere Möglichkeiten. Ja, und das wird jetzt systematisiert. Wann immer wir auf einen Knoten stoßen, der schon besucht worden ist, der nicht unbedingt im aktuellen Pfad drin sein muss, sondern der vielleicht schon längst aus dem Pfad wieder herausgenommen worden ist und wo wir dann später über irgendeine andere Umwegkante dann wieder hingekommen sind. Wir müssen uns also auch die Knoten merken in irgendeiner Form, die schon mal besucht worden sind und jetzt auch nicht mehr im aktuellen Pfad sind. Wann immer wir auf so einen Knoten stoßen oder eben auf einen Knoten, der keinen Nachfolger mehr hat, gehen wir wieder eins zurück. Und wenn es bei diesem Knoten auch keine Nachfolger mehr gibt, die nicht schon besucht worden sind, ja, wir müssen uns also irgendwie organisieren, dass wir nicht von einem Knoten aus zweimal dieselbe Kante gehen, dieselbe Kante wieder vorwärts gehen. Wenn alle Kanten schon mal getestet worden sind zum Vorwärtsgehen von einem Knoten aus, dann gehen wir auch entsprechend wieder zurück. Also es ist eine ganz einfache Struktur, ganz einfache Logik im Grunde, die sich unmittelbar in eine Schleife übersetzen lässt. Wir gehen vielleicht hier mal hier runter. Die Schleife, dass wir in jedem Schritt entweder, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, wir haben einen aktuellen Knoten, und wenn es eine Möglichkeit gibt, von diesem aktuellen Knoten noch weiterzugehen über eine herauszeigende Kante, die wir noch nicht besucht haben, dann nehmen wir so eine. Und wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gibt oder wenn der aktuelle Knoten wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gibt, weil alle herauszeigenden Kanten vielleicht noch schon gesehen auf Knoten zeigen, die schon gesehen worden sind, dann gehen wir wieder eins zurück. Das heißt also, ein bisschen anders, als wie ich es eben dargestellt habe, ist es jetzt hier implementiert, nämlich, dass wir gar nicht erst vorwärts gehen zu einem Knoten, der schon gesehen worden ist, sondern wir gucken, während wir noch auf dem vorhergehenden Knoten stehen, gucken wir, ob die Kante, die rauszeigt, ob die zu einem schon gesehenen oder zu einem nicht gesehenen Knoten zeigt. Und wenn sie zu einem noch nicht gesehenen Knoten zeigt, gehen wir eins vor. Und wenn sie zu einem gesehenen Knoten zeigt, gehen wir eins zurück.
Das heißt, ich muss das Bild erweitern, einfach durch ein Fragezeichen jeweils. Hier diese Kante, die durch ein Fragezeichen versehen ist, die würden wir nicht vorwärts gehen, sondern da würden wir sagen, nein, es lohnt sich nicht, da vorwärts zu gehen. Wir kommen auf einen Knoten, den wir schon gesehen haben, das heißt, wir kommen nicht weiter in der... Also wenn wir einfach vorwärts gehen würden und dann von da aus weitersuchen würden, dann würden wir natürlich endlos suchen, weil würden wir immer wieder selben Knoten, selben Kanten untersuchen, nicht? Moment, ja, bitte? Auf V und geschwungen, weil wir dort erst feststellen, dass wir keine Kante. Also wir stehen auf V', das ist unser aktueller Knoten, oder W', und schauen voraus auf V oder auf W, machen den aber nicht zum aktuellen Knoten, sondern sagen, okay, diese Kante brauchen wir nicht zu betrachten. Auch bei V, weil es sind ja unterschiedliche Fälle. Entschuldigung, was ist auch bei V? Bei V ist ja, da waren wir noch nicht, aber das sind keine weiteren. Ach so, nee, Entschuldigung, Sie haben voll und ganz recht. Das Fragezeichen muss hier nur bei W stehen. Sehr, danke für den Hinweis, das ist natürlich verkehrt von mir gedacht gewesen. Natürlich gehen wir zu V vorwärts und stellen erst von da aus fest, es gibt keine Kanten, die rauszeigen. Ja. So, schnelles Foto. Okay. So, wie organisieren wir dieses Vorwärts- und Rückwärtsgehen? Gibt es erstmal Fragen? Gut, wie organisieren wir das? Indem wir einfach einen Stack verwenden. Stack ist Ihnen wahrscheinlich begegnet. Vielleicht haben Sie es auch wieder vergessen, ist aber nichts Dramatisches. Ein Stack ist eine Sequenz. Denken Sie etwa an eine verzeigerte Liste als beispielhafte Implementation wieder. Ein Stack ist eine Sequenz, wo Sie nur an einem der beiden Enden und nirgendwo sonst einfügen und löschen können. Ja? Sie können nicht zwischendurch und auch nicht am anderen Ende einfügen oder löschen. Nur an einem Ende. Das heißt also, vorwärtsgehen heißt, Sie packen einen neuen Knoten in den Stack hinein. Rückwärtsgehen heißt, Sie nehmen den obersten Knoten aus dem Stack wieder heraus. Und damit können Sie einen Pfad wunderbar modellieren, implementieren, der immer in jedem Schritt vorwärts oder rückwärts geht. So, und wo finden Sie das aktuelle Element? Natürlich immer top of stack, an der Spitze des Stacks, da wo und das ist der letzte Knoten des Pfades P. So, und das, was ich eben gesagt habe, solange die aktuelle Kante, aktuelle Kante hatte ich noch nicht besprochen. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Immer eine Kante, wenn wir zurückkommen zu einem Knoten, dann suchen wir von diesem Knoten aus in anderen Richtungen weiter. Ja, wir müssen also die Kanten irgendwie organisieren, dass wir immer schnell herausfinden, ob es noch eine Kante gibt, über die man noch nicht vorwärts gegangen ist von dem aktuellen Knoten. Und wenn ja, eine davon zu finden. Und das geht ganz einfach, weil wir merken uns an jedem Knoten noch zusätzlich einen Pointer, wenn Sie so wollen. In Java haben Sie nicht, konzeptionell haben Sie keinen Pointer, wenn Sie mit Java arbeiten. Wenn Sie mit C++ arbeiten, natürlich schon, aber letztendlich ist es in Java intern natürlich auch nichts anderes als ein Pointer. Wenn Sie da ein Attribut oder eine Variable von einem Klassentyp oder Array-Typ haben, ist das letztendlich ein Pointer. Also Sie haben einen Pointer auf die letzte oder auf die erste noch vorwärts durchlaufende Kante. So einfach geht das, ja. Und wann immer Sie zurückkommen, ist das die Stelle, wenn Sie wollen, Sie können es auch implementieren als einen Iterator, wenn Sie zurückkommen, ist das die Stelle, wo Sie dann den nächsten Kandidaten haben für eine Kante zum Vorwärtsgehen, die noch nicht berücksichtigt worden ist. Ja? Und so das ist hier mit Current Arc bezeichnet. Das ist die Information, also de facto typischerweise implementiert als ein Pointer,
die Information, welche Kante bisher noch nicht gesehen worden ist. Und solange diese Kante nicht über das Ende der Liste hinausgelaufen ist, also nicht 0 ist in Java-Sprache, hier im Wiki verwende ich eher Void, und solange, also wir gucken dann jedes Mal, ob der Kopf der Kante, also dahin, wo die Kante zeigt, ob die schon gesehen wurde. Und wenn es schon gesehen wurde, dann überspringen wir die Kante. Und entweder kommen wir irgendwann mit dem Vorwärtsbewegen in der Liste, kommen wir entweder zu einer Kante, die noch nicht, wo der Kopf noch nicht gesehen worden ist, dann gehen wir voran. Das ist hier dieser Schritt. Oder wir kommen irgendwann ans Ende der Liste, über das Ende der Liste hinaus. Und dann gehen wir zurück. Das ist dieser Schritt. Was passiert im Vorwärtsschritt? Wir fügen diesen Knoten und die Kante in eine endgültige Struktur ein. Das habe ich hier. Irgendwie muss ich das mal so. Kleinen Moment, was ist das denn? Also diese Werbung ist nicht Teil der Vorlesung. Diese Vorlesung ist nicht gesponsert durch diese Firma. So, die ist noch stehen geblieben, als ich hier alles offensichtlich unvollständig gesäubert habe. Hier, das muss ich glaube ich noch mal ein bisschen noch mal formulieren bei Graph-Traversal. Wir geben uns noch eine weitere Struktur aus, nämlich den Baum, der dadurch entsteht. Jedes Mal, wenn wir einen Knoten zum ersten Mal sehen, fügen wir diesen Knoten ein und auch die Kante, über die wir da hingekommen sind. Und ich denke, es ist leicht zu sehen. Offensichtlich ist es so, dass das Ganze ein Wurzelbaum mit der Wurzel S ist. Wir packen diesen Knoten auf den Stack rauf. Wir labeln diesen Knoten natürlich als jetzt gesehen. Er ist jetzt gesehen. Wie machen wir das? Am einfachsten, indem wir in einer Knotendatenstruktur, in einem Klasse Knoten, ein booleanisches Attribut haben, gesehen oder nicht gesehen. Ja, so zum Beispiel. Und zu dem letzten Punkt sage ich noch was. Jetzt hier der andere Fall, dass alle Kanten, die rauszeigen, abgegrast sind. Dann gehen wir einen Schritt zurück. Das heißt, wir nehmen den aktuellen Knoten, den vordersten Knoten vom Stack runter. Ich weiß nicht, was Sie da für eine Notation, für eine Terminologie verwendet haben. Als ich vor so um die 25 Jahre, etwas mehr, den Stack zum ersten Mal im Studium kennengelernt habe, da hießen noch die Zugriffsmethoden Push, Pop und Top. Aber in der Zwischenzeit hat das englische Verb to pop doch eine etwas populärere Bedeutung angenommen, sodass ich hier lieber von Remove spreche. Ein zweites Label, wir haben ein Label gesehen, dass es gesehen wurde, dass der Knoten gesehen worden ist. Wir haben ein zweites Label, dass der Knoten endgültig beendet worden ist. So. Und das bedeutet zunächst mal für den Algorithmus nichts. Der Algorithmus orientiert sich einfach nur an dem ersten Label hier, Seen. An diesem Label, aufgrund dieses Labels trifft er seine Entscheidung, Finished. Wird nie wieder evaluiert im Rahmen des Algorithmus, ist aber hier für den Schritt 4 in diesem Fall und für den Schritt 3 in diesem Fall wichtig. Der Tiefensuche erlaubt zwei verschiedene sinnvolle Ausgabeordnungen, dass die Ausgabesequenz in zwei verschiedenen Formeln sinnvoll sein kann. Und es ist hier in dieser Struktur ganz einfach. Dann, wenn ein Knoten zum ersten Mal gesehen wurde, ist die eine, aus gewissen Gründen, die ich gleich erklären werde, ist das die lexikografische Ausgabeordnung. Und die andere, da ist mir jetzt kein vernünftiger Begriff eingefallen, vielleicht
Viele von Ihnen haben ja inzwischen schon Zugangsdaten fürs Wiki. Vielleicht fällt einem jemandem eine bessere Formulierung ein, kann er sich gerne aufgerufen fühlen, diese bessere Formulierung dann hineinzusetzen. Das Schöne an dem Wiki ist ja, dass die ganze Historie da ist. Das heißt also, wenn man am Ende zum Schluss kommt, dass es vielleicht doch keine so gute Verbesserung war, dann kann man es auch wieder bequem zurücksetzen. Also auf gut Deutsch, Sie können sich ruhig was trauen. Ja, irgendwelche Sachen reinzusetzen, sinnvolle Sachen, versteht sich, zweckmäßige Sachen für den Ziele der Vorlesung. Und wenn wir zum Schluss kommen, alle zusammen in der Diskussion, dass es doch nicht so sinnvoll ist, dann macht man es halt wieder rückgängig und fertig. So, diese zwei verschiedene Ausgabeordnungen. So, die eine ist ganz einfach zu formuliert. Die Ausgabeordnung so einfach nur auch nicht. Wir werden die beiden Ausgabeordnungen jetzt genau besprechen und wir nehmen erstmal die erste, die ich lexikografisch genannt habe. Das Konzept lexikografisch kennen Sie von Strings, nicht? Das heißt also, ja, was heißt lexikografisch bei Strings? Sie haben zwei Strings und Sie vergleichen die beiden lexikografisch. Sie stellen fest, dass der eine dem anderen lexikografisch vorgeordnet ist. Was heißt das? Sollten Sie in der GDI2 gesehen haben. Bei mir auf jeden Fall und ich denke, bei Herrn Buchmann, egal ob Johannes Buchmann oder Alex Buchmann oder bei Herrn Haupt oder bei Herrn Gallenbacher ebenfalls. Bitte? Also rein ganz einfach gesprochen bedeutet das, dass auf derselben Position der eine quasi einen früheren Alphabetbuchstaben hat oder eine kleinere Zahl hat, also wirklich auf den String begrenzt. Ja, was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Das heißt, wenn zum Beispiel der eine String mit einem Wert, mit der andere mit einem A anfängt, dann hat das A einen kleineren Wert. Okay, also der eine String fängt mit A an, der andere fängt mit B an, dann ist der erste dem zweiten vorgeordnet. Und wenn beide jetzt mit einem B anfangen? Dann wird es weiter. Dann wird weiter, dann guckt man sich den zweiten Buchstaben an. Und was und wann und unter welchen Umständen kann man dann die Entscheidung treffen, welche dem anderen vorgeordnet ist? Kennen Sie lexikografisch nicht? Lexikografisch, ich meine, das ist einfach die Telefonbuchsortierung. Wenn Sie zwei Nachnamen im Telefonbuch, die Reihenfolge, in der im Telefonbuch die Nachnamen aufgeführt sind, ist genau die lexikografische Ordnung. Das ist lexikografisch kleiner, sofern entweder ein Buchstabe gefunden wird in derselben Position, an dem es wirklich kleiner ist, oder einer der beiden Namen zu Ende ist. Okay, also wir. Zwei verschiedene Situationen können auftreten. Genau. Also, wenn man jetzt von vorne nach hinten vergleicht, zwei Worte in deutscher Sprache beispielsweise, zum Beispiel zwei Eigennamen im Telefonbuch, zwei Nachnamen im Telefonbuch, dann gucken sich die ersten beiden den ersten Buchstaben jeweils an und wenn er gleich ist, gucken sich den zweiten an und wenn er gleich ist und so weiter und so fort. Und dann können zwei Möglichkeiten auftreten. Entweder mit gleichen Buchstaben sind Sie am Ende von einem der beiden angelangt und dann ist dieser, der am Ende ist, der kürzere, also der Vorgeordnete gegenüber dem anderen, der noch weitergeht. Ja? Also mein Nachname Weihe ist lexikografisch vor Weiher mit einem R noch hinten dran zum Beispiel. Oder die andere Alternative ist, Sie kommen zum ersten Mal an einen Buchstaben, der unterschiedlich ist. Und dann entscheidet einfach die Reihenfolge von A bis Z diese normale Ordnung auf den Zeichen. Das ist Ihnen doch bekannt, oder nicht? Wem hat der Begriff lexikografisch bisher noch nichts gesagt? Gut, also brauche ich doch gar nicht groß zu erklären. Und das können Sie erweitern im Grunde auf beliebige Strukturen, in denen Sie auf den einzelnen Elementen jeweils eine Reihenfolge haben. Und das können Sie auf Pfade erweitern. Pfade, die vom selben Knoten aus abgehen. Und das haben wir hier, weil alle Pfade, die wir hier betrachten, gehen immer von diesem Startknoten S aus ab.
Woher kommt diese lexikografische Sortierung? Also bei Strings wird diese lexikografische Sortierung von Strings abgeleitet aus der Reihenfolge der einzelnen Buchstaben von A bis Z. Wo kommt die lexikografische Reihenfolge hier her? Aus der Reihenfolge der rausgehenden Kanten an jedem Knoten. Also, so, Sie haben hier zwei Strings in diesem Bild. Entschuldigung, nicht Strings. Zwei Pfade, die von S ausgehen. Ich zeichne sie nur bis zu ihrem gemeinsamen letzten Punkt. Also gemeint ist, dass sie wirklich bis zu diesem Punkt völlig identisch sind. Dieselben Knoten, dieselben Kanten enthalten. Und ab da gibt es den ersten Unterschied. Und nach der Definition von lexikografisch für Strings übertragen, ist derjenige String von den beiden, derjenige Pfad von den beiden lexikografisch dem anderen vorgeordnet, wo diese erste rausgehende Kante in der Liste vor der rausgehenden Kante des anderen erscheint. So, also erstens mal haben wir hier bei den rausgehenden Kanten VW, haben wir eine Ordnung, nämlich die Reihenfolge, in der wir die Kanten durchlaufen. Wenn da eine in der Reihenfolge vor der anderen ist, dann ist die lexikografisch vorgeordnet oder lexikografischer kleiner. So ähnlich wie wir, also das ist die Ausgangsbasis, so ähnlich wie bei Strings eben die Reihenfolge der Zeichen. Und wenn wir jetzt zwei Pfade haben, die mit demselben Knoten V starten, also ich sehe V hier, die können denselben Endknoten haben, die können am Ende wieder zum selben Endknoten zusammenkommen oder müssen das nicht, ist egal wie. Haben wir jetzt den letzten gemeinsamen Knoten und in der Form ist das lexikografisch kleiner, der eine Pfad gegenüber dem anderen, wo es hier weitergeht. Hier fehlt noch, sehe ich im Wiki, der Fall, den Sie angesprochen haben bei Strings, dass der eine Pfad, also analog, dass der eine Pfad hier schon zu Ende ist und der andere Pfad noch nicht. Wenn jemand will, der Zugangsdaten hat, kann er das gerne abändern, bevor ich es abändere. Also trauen Sie sich da ruhig. So, wieder das Foto dazu. So, also eigentlich ein ganz einfaches Konzept. So, was Sie sich klar machen müssen ist, oder sollten jetzt hier, ist, dass es einen lexikografisch kleinsten Pfad von einem Knoten V zu einem Knoten W gibt und dass der auch eindeutig ist. Ja? Es gibt nicht so wie kürzeste Pfade, da kann es ja potenziell von einem Knoten zum anderen mehrere kürzeste Pfade geben. Hier ist das nicht so. Sondern, wenn ich das wieder an der Tafel machen darf, wir nehmen uns zwei Pfade her. So, ich zeichne das jetzt mal so schön geschwungen, um klarzumachen, dass diese Pfade sich hier kreuzen. Und die Logik ist jetzt einfach die, dass, also kreuzen heißt wirklich, zwei in demselben Knoten gemeinsam haben. Und die Logik ist wirklich, dass die, also je tiefer, einfach die Logik, versuchen Sie, ist natürlich nicht allgemein so darstellbar, aber hier das Beispiel ist so zu verstehen, dass je tiefer eine Kante nach unten zeigt, umso lexikografisch kleiner ist sie. Jeweils in der Liste der Kanten zu ihrem Startnoten. So, das heißt also, die runtergehende Kante bei V ist
lexikografisch vor der runtergehenden, hochgehenden Kante bei V und die runtergehende Kante bei diesem mittleren Knoten ist lexikografisch kleiner als die hochgehende Kante bei ihrem mittleren Knoten. Das heißt, hier auf der ersten linken Hälfte ist die runtergehende, der untergehende Teil, unten entlanggehende Teilpfad lexikografisch kleiner als der oben entlanggehende Teilpfad und genauso auf der rechten Seite der runtergehende. Das heißt, eine Zeit lang, die erste Hälfte ist der eine Pfad lexikografisch kleiner, in der zweiten Hälfte ist dann der andere Pfad lexikografisch kleiner. Aber es gibt noch einen, der noch kleiner ist, nämlich linke Hälfte der untere Pfad, rechte Hälfte der untere Pfad ist lexikografisch kleiner. Das heißt, die Annahme, dass es zwei Pfade gibt und keiner von dem und jeder von denen ist kleinster Pfad, lexikografisch kleinster Pfad, lässt sich kein weiterer lexikografischer kleinerer Pfad finden, die ist damit widerlegt. Für je zwei Pfade können Sie einen lexikografisch kleineren finden. Und wenn Sie das fortführen, dann kommen Sie am Ende zu einem eindeutig bestimmten lexikografisch kleinsten Pfad. So. Nein, es verwackelt. Jetzt. So. Gut. Und wenn wir jetzt, genau, und der letzte wichtige Definition hier, wenn Sie zwei Pfade haben, wenn Sie zwei Knoten haben, wenn Sie zwei beliebige Knoten haben, die Sie von einem Startknoten S aus über Pfade erreichen, sowas wie das hier, V und W, von einem gemeinsamen Startknoten aus, ja, Terminologie stimmt. Und wenn Sie bei beiden den lexikografisch kleinsten Pfad hernehmen, dann sagen wir auch, dass V lexikografisch vor W ist. Das ist dieser Teil der Definition, also ganz einfache Sachen, die auch ganz leicht aufeinander aufbauen. Vielleicht ein kleines bisschen langweilig, sehe ich ein. So. Und als letzter Punkt ist hier lexikografisch kleiner als ein Paar Pfad P. Ein Knoten ist lexikografisch kleiner als ein Pfad P, wenn der... Das brauchen wir für die Invariante des Algorithmus. Wir müssen ja irgendwie mal beweisen, ich weiß nicht, inwieweit das woanders in der GD2 oder so auch bewiesen wurde oder dass da nur auf ihrer Intuition zurückgegriffen wurde, dass der Tiefensuchalgorithmus tatsächlich auch das tut, was er soll. Gut, das ist nochmal Verhältnis von einem Pfad zu einem Knoten, lexikografisches Verhältnis, da kommen wir darauf zurück, wenn wir es brauchen. So, was ist der zusätzliche Output? Ja, das hatte ich bei Graphendurchlauf verschriftlicht und auch hier gesagt, dass die verschiedenen Graphendurchlauf-Algorithmen durchaus unterschiedlichen noch Output haben, der sich spezifisch aus dem Algorithmus ergibt. Den ersten Output haben wir schon gesehen. Wir kriegen geschenkt noch zwei Label, die wichtig sein werden, vor allem der zweite, finished, also wenn der Knoten endgültig fertig prozessiert wurde. Und noch zusätzlich ein Wurzelbaum, der offizielle englische Titel
Das offizielle englische Begriff lautet Arborescence, Deutsch, meist verdeutscht auch Arboreszenz. Das ist das, was Sie in der GD2 normal erst einmal als Baum kennengelernt haben. Sie haben eine Wurzel und gerichtete Kanten immer weiter runter, so wie B-Bäume, AVL-Bäume, und was auch Suchbäume, binäre Suchbäume, was Sie immer da gesehen haben. Das ist eine Arboreszenz. Alle Knoten, die von S aus erreichbar sind, S natürlich selber auch, da, das ist die Wurzel. Und für jeden Knoten ist der Pfad in der Arboreszenz genau der lexikografisch kleinste Pfad von Startnoten zu diesem Knoten. So, spezifische Charakteristik, das ist die Reihenfolge, in der die Knoten ausgegeben werden sollen, entweder in lexikografischer Ordnung. Wir haben gerade eben die lexikografische Ordnung auf Knoten definiert, nämlich wenn der lexikografisch kleinste Pfad des einen dem lexikografisch kleinsten Pfad des anderen vorgeordnet ist. Oder alternativ, das wird uns für uns sogar dann für Anwendung noch die wichtigere Variation sein, in einer Ordnung, die eine bestimmte Eigenschaft hat. Was ist diese Eigenschaft? Die sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist aber auch nicht so dramatisch. Reflektiert in gewisser Weise auf natürliche Art und Weise die Vorgehensweise von Tiefensuche. Nämlich, wenn ich zwei Knoten habe, V und W, und ich habe mindestens einen Pfad von V nach W, so. Und jetzt kann es ja im Laufe des Algorithmus passieren, dass entweder V der erste von den beiden Knoten ist, der gesehen wurde, wo es zum ersten Mal vorwärts geht bis zu diesem Knoten, oder W ist das. Und wir betrachten nur die Situation hier, dass V, der Startknoten dieses Pfades, vor W gesehen wurde ist. Und dass es einen Pfad, wie eben gezeichnet, von V nach W gibt. Die Aussage ist, dass dann das Finished in umgekehrter Reihenfolge ist. Dass erst W und dann V endgültig beendet worden ist. Das ist kein Hexenwerk. Das ist sogar ganz logisch. So, wieder Foto. Es war nicht viel drauf im Foto diesmal zu sehen, nur der Pfad von V nach W. Aber immerhin. So, das ist eigentlich ganz logisch, ja? Wenn Sie sich vorstellen, V ist als erster von den beiden gesehen und W ist noch weit weg von aller Welt, ja? Dann Tiefensuche heißt ja, Sie gehen in alle Richtungen von V aus, Sie lassen V nicht los. Also Sie finishen V nicht, Sie lassen V nicht los, solange Sie nicht alle Möglichkeiten gesehen haben, von V aus weiterzugehen. Und das gilt für den nächsten Knoten auf dem Pfad natürlich genauso. Sie lassen diesen Knoten nicht los, ohne von da aus alle Möglichkeiten gesehen zu haben, da weiterzugehen und so weiter und so fort bis W. Also ist eigentlich ganz logisch. Wenn man es jetzt formal beweisen will, muss man sich ein klein wenig die Sache andersrum drehen. Hier unten. Das ist jetzt an der Stelle hier. Dieser Punkt. Das ist der zweite Fall, dass die Ausgabe nicht lexikografisch ist, sondern diese komische Reihenfolge, die sehr wichtig ist für diverse Anwendungen. Ich mache den Pfad mal ein ganz klein bisschen länger an der Tafel.
So, ein bisschen platzsparend, dass das gut aufs Foto raufkommt. So. Also, die Behauptung ist, wenn V vor W gesehen wird, dann muss W vor V finished sein. Und wir nehmen an, das ist nicht so. Wir gucken uns die Situation an in dem Moment, wenn V finished ist. So, das ist der Moment. So, jetzt ist das Argument so, dass, ich drehe es ein bisschen anders, als es hier formuliert wird, aber es ist völlig äquivalent. Der unmittelbare Nachfolger von V muss dann auch finished sein, denn sonst wären wir ja, wir können V nur finishen, wenn wir von jeder möglichen Kante wieder zurückgegangen wären. Und jetzt muss ich mal überlegen, ob da nicht eine kleine Ungenauigkeit in dem Beweis drin ist, die ich noch ausmerzen muss. Es ist noch eine kleine Ungenauigkeit drin, aber die ist jetzt nicht weiter dramatisch. Die muss ich dann ausmerzen und werde Ihnen dann hier Bescheid geben. Wir haben irgendwie einen Teilpfad, der von V aus, der dann finished ist. Das besteht vielleicht nur aus V, aber aus V mindestens, oder eine gewisse Teilpfad, der nicht finished ist. So, der nächste Knoten nach Definition ist dann nicht finished und danach kann es sich theoretisch abwechseln mit finished oder nicht finished, aber jedenfalls W ist nicht finished. Denn das war ja gerade die Annahme, wir betrachten im Moment V, in dem V finished wird, aber W ist noch nicht finished. So, wie kann diese Situation sein oder kann sie überhaupt sein? Die Situation kann nicht sein, denn wir dieser Knoten hier muss mindestens gesehen worden sein, weil entweder wäre man sonst von diesem Knoten hier rüber gegangen oder diese Kante wurde übersprungen von diesem Nicht-Finished-Node zu diesem Finished-Node zu diesem Nicht-Finished-Node. Und dann wird aber nur übersprungen, wenn es auf jeden Fall schon seen war. Wenn es schon seen war, dann muss es schon einen Pfad gegeben haben, vielleicht derselbe Pfad, den wir gezeichnet haben, oder einen völlig anderen Pfad, auf dem dieser Knoten schon mal erreicht worden ist, sonst wäre er nicht ziehen gewesen. Aber damit wir diesen Pfad wieder zurückgegangen wären, um jetzt diesen Pfad über V zu nehmen, hätte dieser Knoten finished sein müssen. Und das ist ein Widerspruch. So, damit habe ich jetzt die, muss ich noch im Wiki nachtragen, die korrekt, das ist nicht ganz korrekt, sondern es sieht etwas komplizierter aus. Die Annahme, dass es auf diesem Pfad einen Knoten gibt, der nicht finished ist, führt zu einem Widerspruch. Denn, also es ist finished, also
muss es so eine Sequenz geben von Knoten, die finished sind von S aus. Und sei es auch nur S selber und danach der nächste Knoten auf dem Pfad ist schon finished. So, und da W nicht finished ist in dem Moment, nach der zu widerlegenden Behauptung, dass W ja später als V gefinished ist, muss es eben entsprechend einen ersten Knoten geben, der nicht finished ist. Der muss gesehen worden sein. Das weiß man auf jeden Fall. Und wenn er gesehen worden ist, dann entweder ist er gesehen worden über den Vorgängerknoten auf der Kante, aber dieser Vorgängerknoten kann nur finished sein, wenn dann alle seine Nachfolger finished sind, oder er ist über einen ganz anderen Weg gesehen worden und auch hier wäre er finished worden, sonst wären wir nie auf einen Pfad nach V gekommen. Ist vielleicht ein bisschen komplizierter jetzt, als Sie es in der GD2 gesehen haben, aber hier brauchen wir das auch, weil wir genau diese Eigenschaft dann brauchen in Anwendungen. So, das ist die eine Ausgabereihenfolge. Die andere Ausgabereihenfolge ist, das ist die in dem Moment, wenn wir einen Knoten rausschreiben in die Ausgabesequenz, in dem Moment, wenn es finished ist. In der Reihenfolge sehen wir dann die Knoten. In der Reihenfolge ihrer Finish-Zeiten. Und diese Zeiten besagen eben das, was ich hier, ich glaube, ich habe das noch nicht fotografiert. Besagen das, was ich hier angezeichnet habe. Wenn V vor W gesehen ist und es gibt einen Pfad von V nach W, dann wird W später als V finished. So, jetzt der lexikografische Fall. Lexikografische Rausschreiben der Knoten. Dann, wenn er zum ersten Mal gesehen worden ist. So, warum gilt das alles? Also es ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so unlogisch, so unplausibel, dass die lexikografische Reihenfolge genau die ist, in der Reihenfolge, wie die Knoten gesehen worden sind. Aber auch das müssen wir eigentlich beweisen. So, dann gehen wir zurück zu unseren ganz bösen Invarianten. Vor und nach jeder Iteration gibt es ein paar Eigenschaften, die wir uns eigentlich alle schon erarbeitet haben. Das heißt also, hier ist nichts Schreckliches mehr, auch wenn diese Invariante 4 Punkte umfasst. Der Inhalt von S ist ein Pfad vom Startknot zu irgendeinem anderen Knoten und in der Reihenfolge von diesem Pfad sind in dem Stack die Knoten drin. Ja, der Startknoten am untersten Ende des Stacks als letzter Knoten wieder rausgenommen. So, für jeden Knoten, den wir noch nicht gesehen haben, ist die aktuelle Kante die erste Kante überhaupt in der Reihenfolge. Das ist einfach natürlich, dass wir wissen, dass wir keine Kante überspringen. Das ist notwendig, einfach eine technische Voraussetzung, dass wir keine Kante überspringen. Also geben Sie mir ruhig Bescheid, wenn Sie an einem Beamer was lesen wollen und ich habe vergessen, die Tafel wieder runter zu tun. So. Für jeden Knoten auf dem Pfad ist erstmal eine Bedingung, denke ich, sofort einsichtig. Wenn es Kanten gibt, sodass W noch nicht gesehen wurde, dann wird die aktuelle Kante dieser Pointer ist dafür gesorgt, dass diese Kante nicht übersprungen wird, weil die erste solche Kante in der Reihenfolge der rausgehenden Kanten entweder ist die aktuelle Kante die erste solche oder steht vor der ersten solchen Kante. Das heißt also, wir werden keine Kante zu einem Knoten, der noch nicht gesehen wurde, überspringen. Ist auch wieder nur eine technische Voraussetzung. So, was nicht mehr technisch ist, sondern jetzt inhaltlich ist, also was die Output-Ordnung, die Ausgabeordnung angeht, ist,
der, Sub, der, der Teilpfad vom, von P vom Startknoten zu irgendeinem Knoten auf P ist der lexikografisch erste solche Pfad. Ist logisch, ist sicherlich plausibel, muss aber korrekt bewiesen werden. So, jetzt dieser letzte Punkt, der sieht jetzt ein bisschen gruselig aus, ist es aber glaube ich nicht, den kann man gut visualisieren. In gewisser Weise, wenn Sie sich das mal vorstellen, ja, nehmen wir ein einfaches Beispiel her, Sie gehen Tiefensuche von links nach rechts durch einen Wurzelbaum durch. Ja, das ist das einfachste, anschaulichste Beispiel für eine Tiefensuche in einem Graphen. Dann zu irgendeinem Zeitpunkt haben Sie immer den Pfad, der ist irgendwo mittendrin, der markiert sozusagen die Grenzlinie zwischen den schon besuchten Knoten und den noch nicht besuchten Knoten. Den Knoten, die schon finished sind, sind alle links von dem aktuellen Pfad. Und die Knoten, die noch nicht gesehen worden sind, sind alle rechts davon. Und im Prinzip, bis auf ein paar Feinheiten, die den Text hier so ein bisschen komplizierter machen, im Prinzip sind auf dem Pfad genau die Knoten, die schon gesehen, aber noch nicht finished sind. So, und das lässt sich natürlich übertragen auf den Fall von beliebigen Graphen. In Wurzelbäumen ist es halt nur anschaulich. Wenn Sie von links nach rechts durchgehen, können Sie sich das wirklich vorstellen. Links sind alle schon finished, rechts sind alle noch nicht seen. Und auf dem Pfad, plus minus, sind alle Knoten seen, aber nicht finished. Und genau das können Sie sich auch vorstellen, wenn es auch nicht mehr so schön anschaulich ist, wenn Sie einen beliebigen Graphen durchlaufen. So, was ist jetzt hier gemeint? Muss ich jetzt leider mal wieder die Tafel wischen. So. Wir haben jetzt den aktuellen Pfad von S nach zu irgendeinem Knoten. Und wir gehen wieder davon aus, dass alles, was schon gesehen worden ist, oben ist und alles, was nicht gesehen worden ist, unten ist in dem Bild. Das stimmt natürlich nicht bei irgendwelchen komplizierten Graphen, die sich nicht schön kreuzungsfrei einbetten lassen in die Ebene, aber so als Illustration ist es, denke ich, sinnvoll. So, dann haben wir so den Pfad als so eine Grenzlinie. Oben ist alles finished, unten ist alles not yet seen, noch nicht gesehen. Und das ist der eigentliche Pfad und das reicht noch nicht. Was hinzukommen muss, ist die aktuelle Kante des vordersten Knotens, denn die markiert genau die Separierung. Also, alle vorhergehenden Knoten sind auch finished. Also alle Knoten, mit denen man über rausgehende Kanten kommt von diesem obersten Knoten aus, die schon durchsucht worden sind. Und das ist die Aussage, dass alle Knoten, die lexikografisch vor diesen konkatenierten Pfad sind, ja, der Pfad, der im Stack ist, plus die aktuelle Kante des vordersten Knotens. Alle Knoten, die lexikografisch davor sind, sind finished. Alle Knoten, die lexikografisch danach kommen, sind not yet seen. Alle auf dem Pfad selber, die im Stack drin sind, sind seen, aber nicht finished. Und über den Endknoten ist nichts gesagt. Ja, der ist gerade in der Mache, da muss gerade entschieden werden, was passiert.
Das ist die Behauptung. Das ist natürlich noch nicht bewiesen, das ist jetzt nur behauptet. So, ich werde die Bilder so bald wie möglich auch reinhängen und dann können Sie sich auch gerne frei, hatte ich schon mal gesagt, nicht? Sie können gerne auch im Hinblick auf eventuell zu erwerbenden Bonus dann auch Fotos hernehmen und in vernünftige Zeichnungen umsetzen. Hätte ich nichts dagegen. Sicherlich eine sinnvolle Sache. So, das ist die Invariante. Sie werden, ist ein bisschen kompliziert auf Anfang, aber sie, jeder einzelne Punkt ist irgendwie eine natürliche Sache. Wenn wir, falls wir in der Prüfung auf die Invariante zu sprechen kommen, dann ist es natürlich nicht so, das ist jetzt eine allgemeine Aussage, nicht nur speziell hier, aber das ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt, ist es natürlich nicht so, dass ich jetzt erwarte, wenn ich Sie nach der Invariante frage, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 3, 2, dass das so aus der Pistole geschossen kommt. Natürlich nicht, sondern ich erwarte, wenn ich nachfrage, ja, wie ist es denn mit den Knoten, mit den Kanten, die noch nicht gesehen worden sind oder mit dem Subpfad hier, dass Sie dann eine vernünftige Antwort auch geben können. Ja? Also ich erwarte nicht unbedingt, sagen wir mal so, für eine überzeugende 1-0 vielleicht schon, so mehr oder weniger, aber ansonsten erwarte ich das nicht unbedingt, dass das alles, dass solche Sachen wie aus der Pistole geschossen kommen. Sie dürfen sich gerne leisten, Sachen auch mal zu vergessen, wenn ich nachfrage und Sie erinnern sich wieder dran, dann ist das genauso gut, versuche ich das genauso gut zu werten, als wenn Sie gleich dran gedacht hätten. Bei einer 1-0 mag es vielleicht anders sein, aber ansonsten, ja. So. Das ist die Invariante. Was ist die Variante? Entweder gehen wir rückwärts, ein Knoten ist finished, oder von dem aktuellen Knoten aus geht die Current Arc, die aktuelle Kante, mindestens einen weiter. Ja, daraus werden wir dann natürlich Termination beweisen. Was ist die Abbruchbedingung, wenn der Stack leer ist? Wenn der Stack leer ist, ist auch S rausgenommen worden, das heißt, alle Möglichkeiten aus S rauszugehen, aus dem Startknoten rauszugehen, sind durchlaufen. So, Induction Basis, das ist ein bisschen Kleinkram, das ist ein bisschen Bürokratie. Kein Knoten ist finished natürlich, also wir setzen diese Labels alle auf False. Der Startknoten ist gesehen, die anderen Knoten sind noch nicht gesehen. Der Startknoten ist der einzige Knoten in S. Ja, wir fangen an mit einem Pfad, der nur aus S besteht. Wir resetten jede aktuelle Kante von jedem Knoten an den Anfang der Liste der rausgehenden Kanten. Und wenn wir in lexikografischer Ordnung die Knoten rausgeben wollen, naja, das ist in der Reihenfolge, in der sie gesehen worden sind. Der Startknoten ist gesehen, ist natürlich der lexikografisch kleinste Knoten überhaupt, der Startknoten. Und den packen wir dann in die Output-Sequenz, in die Ausgabesequenz. Und ansonsten ist die Ausgabesequenz leer, weil, wenn es nicht die lexikografische Reihenfolge sein soll, sondern die andere Reihenfolge, ist es die Reihenfolge, in der die Knoten finished werden. Und S ist der allerletzte Knoten, der finished wird. So, und die Arborescenz, die rauskommen soll, enthält ebenfalls nur S und keine Kanten und keine weiteren Knoten außer S. Den Induktionsschritt haben wir schon gesehen, brauchen wir nicht weiter zu sehen. So, jetzt beweisen wir, wir haben hier zu beweisen, dass die Invariante durchgehalten wird. Warum wird die Invariante durchgehalten? Na, der erste Punkt ist offensichtlich, nicht? Wenn wir vorwärts gehen, packen wir einen neuen Knoten auf den Stack und das ist ein Pfad. Und wenn wir rückwärts gehen, holen wir den obersten Knoten raus. Der Pfad verkürzt sich um 1. Der erste Punkt der Invariante ist offensichtlich. Der zweite Punkt der Invariante ist auch offensichtlich. Ja, am Anfang initialisieren wir, dass bei jedem Knoten die aktuelle rauszeigende Kante eben die allererste Kante in der Liste ist. Und erst dann, wenn wir einen Knoten gesehen haben, fangen wir an, die aktuelle Kante dieses Knoten zu verwenden. Das heißt also, für jeden Knoten, der noch nicht gesehen worden ist, ist die aktuelle Kante die, wo wir sie initialisiert haben.
So, diesen Punkt 3.1 hatten wir schon eben besprochen. Wenn es Kanten gibt, die aus einem Knoten auf dem Pfad rauszeigen und noch nicht gesehen worden sind, dann werden die nicht übersprungen. 3.2 ist jetzt nicht unbedingt sofort ersichtlich, aber lässt sich mit einem ähnlichen Argument, wie wir das eben schon mal in anderer Situation hatten, lässt sich das beweisen, dass der tatsächlich der zu jedem Knoten ist der Pfad von S nach V, den wir bis dahin gefunden haben, der lexikografisch kleinste Pfad von S nach V. Warum ist das so? Angenommen, es ist nicht der kleinste Pfad. Also wie ist das? Können Sie eigentlich durch die Tafel sehen, was da steht? Oder geht, ja? Bitte? Schlecht, aber möglich. Gut, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das vor Augen zu haben an Ihrem Rechner oder ausgedruckt, weiß ich nicht. Ansonsten sagen Sie mir bitte Bescheid, weil ich vergesse es das laufend natürlich. So natürlich ist es nicht, dass ich es vergesse, aber ich vergesse es trotzdem. So, warum ist das der lexikografisch kleinste solche Pfad? Das wird hier unten bewiesen. So, wir nehmen mal an, dass es nicht der lexikografisch kleinste Pfad ist, ja? Das ist der Pfad P, auf dem wir gerade stehen, also der gerade im Stack ist. Und wir nehmen an, dass das nicht der lexikografisch kleinste Pfad ist. Dann heißt es, es gibt einen lexikografisch kleineren Pfad, der von S nach V führt. Ja? Der kann bei S schon eine andere Kante haben, kann vielleicht erst später eine andere Kante haben, damit das Ganze übersichtlich, also abgehen von diesem Pfad. Damit das Ganze übersichtlich bleibt, nehme ich einfach mal den Fall her, dass schon bei S eine andere Kante, die erste Kante vom lexikografisch kleinsten Pfad ist. So, und irgendwo kommt er wieder auf diesen Pfad P rauf. Zum Beispiel bei diesem Knoten W. Ja? W kann V sein, es kann sein, dass er erst ganz am Ende raufkommt, im Allgemeinen kommt er irgendwo rauf und ab da geht er gleich weiter. So, dieser lexikografisch kleinere Pfad hat natürlich hier einen vorausgehenden Knoten, der lexikografisch kleiner ist und nach Induktionsvoraussetzung, ja, jetzt kommen wir zum ersten Mal, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so trivial, dazu Invarianten mit Induktionen zu beweisen. Ja, Induktionsbasis, Initialisierung hatten wir eben, bedeutet, die Initialisierung muss immer so implementiert werden, sie muss gewährleisten, dass vor der ersten Iteration der eigentlichen Schleife die Invariante erfüllt ist und der Beweis, der Korrektheitsbeweis für eine einzelne Iteration ist Induktionsvoraussetzung, die Invariante gilt vorher, Induktionsschritt, sie gilt auch hinterher. So, ich glaube, ich muss die Terminologie hier anpassen. Das hier ist der Knoten W, das ist der Pfad P'. Und dieser Knoten W ist finished. Nach Induktionsvoraussetzung, weil er in dem die lexikografisch kleineren Pfade sind alle finished. Das war ein anderer Punkt der Invariante. So, wenn der finished ist, wir haben aber eben gesagt, auch nach Induktionsvoraussetzung, die Knoten auf S, auf dem Pfad im Stack, die
diese nicht finished, sondern nur seen. Und das geht nicht. Ähnliche Argumentation, wie wir das eben hatten. Der wäre nicht finished worden, wenn der noch nicht finished ist. Also nochmal, wie so häufig in der Mathematik, denn das ist letztendlich Mathematik, Graphentheorie, Beweis ist etwas Kompliziertes für etwas, was, meine ich persönlich zumindest, hier eigentlich offensichtlich ist, dass der lexikografisch kleinste Pfad als erstes genommen worden wäre. Aber man muss es tun, weil man muss so einen Beweis führen, weil sonst, wie die Erfahrung sagt, man allen möglichen Blödsinn beweisen kann. Und da bin ich bei einer kleinen Exkursion, also viele Exkursionen werden wir sicherlich nicht machen, aber diese Exkursion muss sein, mache ich jedes Jahr in verschiedenen Stellen. Kennen Sie den Beweis dafür, dass alle Mummeln auf der Welt dieselbe Farbe haben? Hat das jemand schon mal gehört? Okay, Sie haben das heute Morgen bei mir gehört. Ja. Es gibt momentan Leute bei mir, Tutoren, die sich den Kopf zerbrechen, wie das Rätsels Auflösung ist. Also die meisten kennen es nicht, das ist gut. Also es gibt es auch mit Pferden, alle Pferde haben dieselbe Farbe oder so etwas. Ich kenne das alle auf allen Planeten leben Menschen. Das weiß nicht, ob es dasselbe ist. Sie können mir ja hinterher sagen, ob es dasselbe ist. So, also die Behauptung ist, alle Murmeln auf der Welt haben dieselbe Farbe. Plausibel, ne? Das beweisen wir mit vollständigen Induktionen. Damit wir das mit vollständigen Induktionen beweisen können, brauchen wir einen Induktionsparameter und müssen deshalb die Aussage ein bisschen modifizieren. Für jede n-elementige Menge gilt, dass alle Murmeln in dieser n-elementigen Menge gleiche Farbe haben. Also schreiben wir es mal auf. Oder nee, vielleicht brauchen wir das noch nicht aufzuschreiben, ja? Für alle n-elementigen Mengen von Murmeln gilt, dass alle Murmeln in dieser n-elementigen Menge gleiche Farbe haben. Wenn wir das bewiesen haben, haben wir offensichtlich bewiesen, dass alle Murmeln auf der Welt dieselbe Farbe haben, ne? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es abzählbar viele Murmeln auf der Welt gibt. Aber danke für den Hinweis. Da ist aber nicht die Schwäche im Beweis. Okay, so. Induktionsanfang ist einfach. Ich nehme mir eine einelementige Murmelmenge her, stelle fest, da es nur ein Element, nur eine Murmel daran gibt, haben natürlich alle Murmeln in dieser Menge dieselbe Farbe. Also Induktionsschritt ist wie meistens sehr einfach und offensichtlich. So, jetzt Induktionsschritt. Das werde ich jetzt anzeichnen. Also Induktionsvoraussetzung ist, für alle n-1 elementigen Mengen von Murmeln ist die Behauptung bewiesen. Jetzt will ich es beweisen für alle n-elementigen Mengen. Ja? Das ist ein valider Induktionsschritt. Vielleicht haben Sie es eher gesehen von n nach n plus 1, aber es ist natürlich identisch von n-1 nach n, das ist äquivalent. So, ich nehme mir eine solche Menge her. Ja, wie in der ersten Klasse mit Mengenlehre eine Menge von, das ist die Menge von Murmeln. Ich nehme mir eine Murmel M1 her, die nehme ich raus aus der Menge. Ja, dann bleiben N-1 Elemente übrig. N-1 Murmeln sind weiterhin drin, wenn ich diese eine Murmel rausgenommen habe. Nach Induktionsvoraussetzung haben die alle dieselbe Farbe. So, jetzt packe ich dieses M1 wieder rein und nehme eine andere Murmel wieder raus. Ich kann wieder Induktionsvoraussetzung anwenden. Nach Induktionsvoraussetzung haben alle anderen Murmeln außer M2 dieselbe Farbe.
So. Und damit ist erzwungen, dass auch M1 und M2 dieselbe Farbe haben und alle Murmeln in dieser n-elementigen Menge haben dieselbe Farbe. So, machen wir mal ein Foto, damit auch die geneigten Zuhörer wissen, wovon die Rede ist. Ist es das, was Sie kannten? So ein bisschen, also ich weiß nicht, also man geht halt nur über die Erde, und also weil die Erde halt Leben hat. Mhm. Und, aber im Prinzip macht man es ähnlich. Gut. So, wer hat sich jetzt als erstes gemeldet, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, die erste Meldung war da drüben. Das heißt, da setzt ihr voraus, dass M1 und M2 zwei unterschiedliche Murmeln. Ja, das sind zwei unterschiedliche Murmeln, M1 und M2. Da müssen wir am Anfang die Annahme sind nur mit, quasi die erste Schritte mit einer Murmel. Ja, der Induktionsanfang ist mit einer Murmel. Und eine einelementige Murmelmenge, da sind ja, haben wir ja wohl alle Murmeln dieselbe Farbe, nicht? Weil da kann man ja nicht zweimal zwei verschiedene Murmeln rausnehmen. Nee, mache ich ja auch nicht. Ich nehme nicht aus die eine Elemente. Für n gleich 1 gibt es keinen Induktionsschritt, sondern das ist der Induktionsanfang. Was meinen Sie? Naja, das Problem ist halt, dass wir damit nicht gezeigt haben, dass alle n-elementigen Mengen. Doch, ich habe damit gezeigt, dass alle n-elementigen Mengen. Ich nehme mir eine beliebige, aber feste n-elementige Menge her. Ja, das kennen, Sie kennen den Ausdruck aus der Mathematik. Beliebig, aber fest. Okay, allerdings existieren. Ja, natürlich. N-elementige Murmelmengen existieren. Und sei es auch nur konzeptionell. Wollen Sie es verraten? Bitte? Okay. Verraten Sie es beim nächsten Mal? Okay. Gut. Also, warum mache ich diesen Exkurs hier? Ich mache diesen Exkurs deshalb hier, weil in dem Fall ist offensichtlich, dass der Beweis falsch sein muss, weil die Aussage offensichtlich falsch ist. Ja? Wenn im Normalfall, wenn Sie irgendwo bestrahlt werden mit irgendwelchen mathematischen Aussagen, ist die Aussage meist nicht offensichtlich falsch, so offensichtlich falsch wie jetzt hier diese Aussage über die Murmeln in der Welt. Ja? Wenn, das heißt also, wenn man in sich geht, und ich muss das auch von mir sagen, wenn man so einen Beweis sieht und die Aussage klingt plausibel, ist nicht so offensichtlich falsch, sondern klingt eher richtig, dann wird man vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, ganz genau hinzuschauen in den Induktionsbeweis, um festzustellen, dass da ein riesengroßer Fehler in der Logik dieses Beweises ist. Wollen Sie es verraten? Okay, nächstes Mal. Gut, das war jetzt der Exkurs. Und wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben diesen Punkt jetzt bewiesen. Was noch übrig bleibt, ist diese komische längere Aussage. Haben wir das noch? Habe ich gerade weggewischt? Nee, habe ich nicht weggewischt. Hier steht das. Dass der Pfad ein separierend ist, eine Frontlinie ist zwischen den Knoten, die schon finished sind, und den Knoten, die noch nicht gesehen worden sind. Und die Knoten, die schon finished sind, sind lexikografisch kleiner, und die Knoten, die noch nicht gesehen worden sind, sind lexikografisch größer. Warum ist das der Fall? So, das ist hier dieser letzte Absatz hier. Wenn ein Knoten in den Pfad eingefügt ist, dann ist er nach Konstruktion weder gesehen noch finished und wird in dem Moment dann als gesehen gelabelt. Ja, das heißt also, in dem Moment, wenn ein Knoten in den Pfad reinkommt, wird er gelabelt als gesehen,
Und wenn er rausgeht, dann wird er gelabelt als finished. So, das beides zusammen ergibt zwingenderweise, dass die Knoten auf dem Pfad alle schon gesehen, aber noch nicht beendet worden sind. Und das andere, da habe ich mir jetzt ein bisschen die Freiheit genommen, das relativ kurz zu schreiben, aber ich denke, es ist leicht nachzuvollziehen, dass diese Aussage über die Grenzlinie daher kommt, was man leicht nachvollziehen kann, egal ob der nächste Schritt ein Rückwärtsschritt ist oder ein Vorwärtsschritt ist, dass dann die dass dann jeweils der Pfad selber lexikografisch einen Schritt wächst. So, das ist jetzt eine Menge harter Tobak. Lassen Sie das vielleicht dann auf sich wirken, wenn Sie auch nochmal die Aufnahme sich anhören und sich das Wiki anschauen und die Fotos dann dazu, die ich dann auch hochladen werde. Damit ist alles soweit zu Tiefensuche gesagt. Ich möchte dann zum nächsten, es sei denn, Sie haben noch Fragen dazu. Also wenn Sie nicht den Eindruck haben, dass Sie alles jetzt im letzten Detail verstanden haben, dann ist das natürlich okay. Den Anspruch kann man in solchen Vorlesungsthemen wie diesem nicht unbedingt haben. Aber Sie müssen sie auch erst zur Prüfung drauf haben, noch nicht jetzt. Gut, wenn Sie keine Fragen mehr zur Tiefensuche haben, dann gehen wir rüber zur Breitensuche. Die wird deutlich einfacher sein. Nicht ganz so einfach, wie Sie sie kennengelernt haben, vielleicht anderswo, aber deutlich einfacher als das von eben. So, es ist wieder ein Graphendurchsuchen, das heißt von einem Startnoten aus alle erreichbaren Knoten auch erreichen und in einer gewissen Reihenfolge ausgeben. Es ist wieder eine Schleife. Auch hier wieder dieselbe Logik wie bei Tiefensuche. Man könnte es auch als Rekursion sinnvoll implementieren, aber es hat seine Vorteile, das als Schleife zu implementieren. So, wenn wir jetzt hier von Distanz sprechen, dann meinen wir hier bei Breitensuche nicht gemäß irgendeiner Kantenlänge die Distanz, kürzeste Pfadlänge, sondern wir meinen ganz einfach die Anzahl der Pfade. Ja, die Distanz von einem Knoten zu einem anderen, von einem Startknoten zu irgendeinem anderen Knoten, ist die Anzahl der Kanten, die minimale Anzahl der Kanten, die wir durchlaufen müssen, um vom Startknoten zu diesem Knoten zu kommen. Ja? Oder andersrum gesagt, es sind die Distanzen, wenn jede Kante Länge 1 hätte. Dann sind es die normalen Dijkstra-Distanzen. So, und auch hier wieder eine spezifische Charakteristik. Die Reihenfolge, in der die Knoten durchlaufen, in der die Knoten ausgegeben werden, finished werden und ausgegeben werden, ist eine Reihenfolge von wachsender Distanz im Sinne minimaler Anzahl von Kanten. Diese Reihenfolge ist nicht unique, die ist nicht eindeutig. Ja, Sie haben mehrere Knoten mit derselben Distanz, mit derselben Anzahl von Kanten, die Sie durchlaufen müssen, um vom Startknoten hinzukommen. Eine davon. So. Hilfsdaten ist in diesem Fall kein Stack, sondern eine Queue. Sie sehen irgendwas, da muss noch was nachgetragen werden. FIFO Queue, der Artikel existiert gerade nicht. Der existiert schon, aber wir müssen ihn noch transferieren vom alten Wiki zum neuen Wiki. Aber Sie wissen alle, was das ist. Was ist eine FIFO Queue im Verhältnis zum Stack? Ein Stack, haben wir gesagt, einfügen und löschen, alles an einem Ende, nirgendwo sonst. Eine FIFO Queue, First In, First Out, ist, an einem Ende wird nur eingefügt, am anderen Ende wird nur entfernt. Und am anderen Ende können wir immer auf das aktuelle Element zugreifen, da wo entfernt wird. Ja? Warteschlangen. Ja? Auf der einen Seite stellt man sich an der anderen Seite kommt man zur Kasse. Ist Ihnen doch bekannt, oder? Aus der GD2 oder sonst woher. So, was ist hier die Invariante? Das Ganze möchte ich nochmal erklären anhand eines Bildes, und zwar diesmal eines anderen Bildes, eines Bildes davon, was für Elemente immer in der Queue drin sind. Natürlich wird diese Queue auch wieder eine Frontlinie sein zwischen den schon besuchten, beendeten Knoten und den noch nicht
gesehenen Knoten. Aber es ist wichtig, wie das jetzt mit den Distanzen innerhalb dieser Queue aussieht. So, das ist die Queue. Wichtig ist, an dem einen Ende werden Knoten auf Knoten zugegriffen, kann man sie lesen und da kann man sie löschen. Und am anderen Ende können Knoten eingefügt werden. Ja? Denken Sie sich einfach eine lineare Liste wieder. Sinnvollerweise haben Sie einen Pointer auf das letzte Element und fügen hinten immer an und vorne nehmen Sie raus. So, jetzt kommt hier ein Index L, dementsprechend L-1 hier. Und was gesagt wird, ist, dass die Elemente in der Queue alle zunächst einmal die ersten Elemente eine Distanz L haben. L und L plus 1. Und hier L plus 1. Und alle weiteren haben Distanz k plus 1. Ja? Das wird hier in der Invariante gesagt. Es gibt eine Distanz k, das ist die aktuelle Distanz, wo gerade so was passiert. Alle Knoten mit der Distanz höchstens k sind schon gesehen worden, müssen nicht alle aktuell in der Queue sein, sind schon mal eingefügt worden in die Queue und entweder sind sie noch in der Queue oder sie sind entfernt worden. Und dieser letzte Punkt, das ist das Bild, das ich dann gleich mal fotografiere. So. Die ersten Elemente, mindestens eins, die ersten Elemente haben diese Distanz k, die aktuell spannende Distanz, und alle anderen haben schon eine Distanz genau 1 höher, k plus 1. Es kann sein, dass es gar kein Element gibt mit k plus 1, sondern alle Elemente der Queue haben Distanz k, aber im Allgemeinen gibt es auch Elemente Distanz k plus 1. Ja? Das ist ein wesentliches Charakteristikum, zu beweisendes Charakteristikum für Breitensuche. So, was ist die Variante? Ein Knoten wird entfernt von Q und wird nie wieder eingefügt. Und die Abbruchbedingung ist wieder analog zur Tiefensuche, wenn die Q leer ist. Wenn die Q leer ist, heißt es, alle Knoten sind prozessiert worden. Das werden wir gleich sehen. Eine Frage? Wie sind wir gerade bei Breitensuche mit Längen? Länge von 1. Wenn Sie nicht Länge von 1 haben, sondern vielleicht das noch als Information dazu, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo noch verschriftlicht ist. Wenn Sie bei Dijkstra, Algorithmus von Dijkstra, eine Eingabe haben, wo alle Kantenlängen 1 sind, dann wird Dijkstra genau dieselben Schritte durchführen wie eine Breitensuche. Also Dijkstra ist was Allgemeineres als Breitensuche. Das will ich jetzt hier nicht beweisen, ist aber, denke ich, ziemlich einsichtig. Also bei Dijkstra hätten Sie dann eine Priority Queue, wo aber genau dasselbe Phänomen drin wäre, dass eine gewisse Anzahl von Knoten in der Priority Queue Distanz k haben, vielleicht sogar alle, und die restlichen haben Distanz k plus 1.
Ist Ihre Frage beantwortet? Okay. So, was muss man am Anfang tun? Der Startknoten ist gesehen, die anderen Knoten sind noch nicht gesehen und den Startknoten packen wir in die Queue rein. Und der Output, da ist erstmal nur S. So, der Induction Step, Sie sehen schon, der ist einfacher als bei der Tiefensuche. Der Induction Step ist ganz einfach. Wir nehmen uns das erste Element her, extrahieren das. Element, hängen das an die Output-Sequenz ran, weil in der Reihenfolge wollen wir sie in der Output-Sequenz haben. Und von diesem Knoten aus gucken wir uns alle rausgehenden Kanten an. Und zwar insbesondere die rausgehenden Kanten, wo der Zielknoten, der Kopf, noch nicht gesehen worden ist. Ja, es ist einfacher als bei der Tiefensuche. Wir müssen uns keine aktuelle Kante oder so etwas speichern, weil wir gehen einmal in dem Moment, wenn wir einen Knoten am Schlafittchen packen, und das ist auch dasselbe wie bei Dijkstra, wenn wir einen Knoten beim Schlafittchen packen, gehen wir einmal ununterbrochen durch sämtliche rausgehenden Kanten herum. Bei der Tiefensuche unterbrechen wir. Wir gehen vorwärts, gehen tief, tief vorwärts, kommen wieder mal zurück zu diesem Knoten, gehen an diesem Knoten einen Schritt weiter, gehen wieder tief, tief runter und so weiter und so fort. Da müssen wir viel mehr Bürokratie machen an jedem Knoten, diese aktuelle Kante, während wir das hier nicht brauchen. So, wir fügen das wieder in die Arborescenz ein, was wir da durchlaufen haben. Der Knoten war vorher nicht gesehen, jetzt ist er gesehen und wir hängen jeden dieser Knoten dann in Q hinein. Und die Behauptung ist, dass die Invarianten erfüllt sind und die Variante auch. Die Variante war, ein Knoten ist, wird aus der Q extrahiert. Naja, das sagt schon die erste Zeile hier, dass das tatsächlich der Fall ist. Also die Invarianten. Sie sehen, hier sind noch ein paar kleine redaktionelle Fehler, die auch noch ausgemerzt gehören. Was ist die Invariante? Es gibt eine aktuelle Distanz. Naja, das sagt nichts. Alle Knoten mit Distanz sind schon gesehen und die Q sieht so aus, wie ich es gerade an die Tafel gezeichnet habe. Das ist zu beweisen. Also, wir betrachten uns einen Knoten, der noch nicht gesehen worden ist, der jetzt potenziell in die Q hineingefügt wird. Ja? Wir gucken uns einen Knoten an, der in die Q eingefügt wird. Jetzt wenden wir wieder die Induktionsvoraussetzung an, Induction Hypothesis. Wir wissen, dass alle Knoten mit Distanz k oder kleiner schon gesehen worden sind. Also muss dieser neue Knoten, der noch nicht gesehen worden ist, den wir jetzt einfügen, einen Distanzwert größer als k haben. Auf der anderen Seite hat v Distanzwert k, auch wieder Induktionsvoraussetzung. Das heißt, die Distanz von w kann nicht größer als k plus 1 sein. Das heißt, wenn wir einen Knoten W hinten einfügen, dann hat er Distanz K plus 1. So einfach geht das jetzt. So, den machen wir jetzt vielleicht noch hier fertig. Für die zweite Invariante, was ist das jetzt hier? Dass wirklich alle Knoten mit Distanz höchstens K schon gesehen worden sind. Ich denke, das machen wir dann nicht mehr fertig, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Hausaufgabe ist klar, setzen Sie sich in den Stand, dass Sie etwas in der Lage sind, etwas zu verstehen. Hier, wenn in einer Woche, also mit einer Woche Pause, wenn ich wieder da aufsetze, wo ich jetzt aufgehört habe. Sie werden, denke ich, das Video relativ bald kriegen und auch die Fotos dazu. So, vielen Dank für heute, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.